Die ehemalige Brikettfabrik Milligrube in Lauchhammer. In den Räumen des Traditionsvereins Braunkohle Lauchhammer steht ein fast originalgetreues Modell der Fabrik kurz vor der Fertigstellung. Vor knapp 100 Jahren kamen hier bei einer Explosion 10 Kumpel ums Leben. Daran wollen die Mitglieder des Traditionsvereins erinnern. Vor 100 Jahren, am 16. Juni, explodierte die Brikettfabrik Milligrube. Die Explosion soll gegen früh stattgefunden haben. Es ist eine Kohlenstaubexplosion gewesen. Es sind 10 Bergleute verunglückt und viele schwer verletzt worden. Die Bergleute stammen alle aus Lauchhammer. Die Namensliste liegt uns vor. Vielleicht gibt es sogar noch Angehörige dazu. Und wir wollen dieses Ereignis, dieses schlimme Ereignis zum Anlass nehmen, diese Bergleute zu ehren und an dieses Ereignis gedenken. Zu dieser Ehrung sind auch Angehörige und Hinterbliebene der Opfer willkommen. Die Namen der Opfer können Sie beim Traditionsverein erfragen. Wir wollen, dass am 16. Juni, genau am 100. Jahrestag, um 15 Uhr auf dem alten Friedhof in Lauchhammer Mitte machen. Denn dort steht ein Gedenkstein für diese Verunglückten. Er führt bis jetzt ein Stiefmütterchen-Dasein. Vielleicht können wir das durch diese Veranstaltung der Bevölkerung etwas näher bringen und wieder zum Leben erwecken. 15 Uhr mit den Musikern des Orchesters der Bergarbeiter Blässer und gemeinsam mit dem Heimatverein. Das Modell der Brikettfabrik Milligrube wird bald umziehen und einen neuen Standort finden, wo es auch besichtigt werden kann. Ja, das hinter mir befindliche Modell der Brikettfabrik Milligrube wird also seine endgültige Aufstellung im Vereinshaus in Kleinleibisch finden. Wie fast alle wissen, findet da ja am 9. und 10. die Feierlichkeiten statt zum 600. Jahrestag der ersten urkundlichen Erwähnung. Und dort wird also dieses Modell zur Aufstellung kommen. Es ist noch nicht ganz fertig, wird aber dann im Rahmen des Traditionsvereins Braunkohle Lauchhammer erklärt werden von uns und endgültig auch von den Machern dieses Modells fertiggestellt sein. Glück auf, Glück auf!